Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Bärenbande. Heute gibt's wieder Cheese Day. Genau, wie wir wieder Kennenrushen ohne Ende. Genau, mit dem Rob und dem Muttibär und dem Stefan. Yay. Und dann fangen wir auch schon mal an. Voller Freude, der Stefan. Wie immer, Kennenrush into einer geht Flieger, einer geht Boden, einer macht nichts. Das ist der Stefan. Genau. Und warum? Weil er nichts kann. Weil er nichts kann, genau. Und davon nicht mal die Hälfte. Er spielt einmal im Jahr StarCraft und das dann ist auch nur der Koop-Modus, ne? Nein. Das ist dein Lieblingsspiel, Odi. Koop, da komm ich nicht ran. Koop ist nicht. Ja, es geht. Auf eine Weile macht es Spaß und dann. Boah. Lieber Ladder, nice. Kämpfst du gegen echte Leute? Bin mir zu stressig. Ach Quatsch, mit der Zeit bist du drin. So stressig ist das gar nicht, wenn man muss halt nur ein bisschen durchbeißen, dann geht das ja. Da kann ich nicht nebenbei ein Buch lesen, das ist mir zu stressig. Ja, das geht natürlich nicht. Toss, sag Toss, man muss immer verlieren können. Sag ich immer. Na. Wer macht vorne zu? Stefan, der kann das gut. Okay. Okay. Ich werde mich wieder in die Middle Line setzen. Kann beim letzten Mal oder auch nicht kann. Und doch, du hast sie zugemacht, war ja alles okay. War gut. Ach stimmt, ich war auch der Einzige, der hier einen gekriegt hat. Ja, bei uns waren die zu gut. Und haben sich zu sehr gewehrt, sag ich mal. Natürlich wollte ich jetzt mal Last Position, also bin ich als letztes an. Ja, da kommt eine Sonde. Eine nur? Eine ist okay. Ja, der Zirk hängt schon wieder am Eingang. Warum hängt immer der Zirk am Eingang? Wenn die jetzt kennen, dann waschen das ohne Schnitt. Wir haben dann die Cannons eher. Da kommt die zweite. Ja, machen definitiv Cannon Rush. Oder nicht? Nee, machen sie nicht. Da kommt noch eine. Doch, ich werde angegriffen. Die wissen, dass sie kommen. Die machen auf jeden Fall dasselbe wie wir. Meinst du, ja? Ja, da kommt. Nee, die ist gerade bei Stefan die Sonde. Wir kommen jetzt. Bohnen. Jetzt hau ich ab. Man arbeitet in Ruhe, du Kunde! Ne, der eine hat auf jeden Fall schon mal einen Wappnoten gebaut. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Tö. Das wird wohl nicht mehr werden, ne? Der hat nicht gerafft, dass ich mein Pylon neben deine gestellt habe. So, ich bin durch mit meinem. Nein, hau ab! Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eure Verbündeten wird die Basis eurer belagert. Sehr schön, Stefan sei noch durchgekommen. Meine auch, aber ich bin. Meinen haben sie halt geblockt, aber ich hab, wenn eure durchkommen, ist alles okay. Meine ist komplett durch. Ja. So, jetzt muss ich mal hier mal Zeugs bauen. Ja, der erste ist schon raus. Ah, mach das Chor. Normaler Schubkurs, gute Verteidigung dagegen. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Ich muss dann immer abbrechen, am besten gleich den. Peilen. Haben wir irgendeine Goldechse? Da, die will ich. Ja, da hinten. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. So, Kybernetik-Kern und dann gehe ich auf. Die Tees. Da kommen viele Linge. Da sterben viele Linge. Da gehen viele Linge. Ja. So, jetzt
müssen wir wieder auf die aufs Bauen konzentrieren, ne? Ja, mach ich. Ja, die scheiß Dinger haben uns erwischt. Nee. So, dann das noch. Dann kommt gleich der Darkschrein. Ja, ich habe auch hinten die Echsen geblockt. Jetzt haben sie es weggemacht. Jetzt können sie Echsen hin. Das ist gut. Auf Upgrades gehen. Das Bär ist bei dir drin. Hier reingekommen. Da wird er irgendwo eine Pylone hingesetzt haben. Verdammt, ich hab unten gar nichts. Der hat ja dann vorne noch ein Cannons. Der Zerg baut gerade hier irgendwas. Eine zweite Brutstätte. Ah, fuck, jetzt ist mein Abwehr da vorne tot. Ich hab auch nichts mehr, ich brauch Hilfe. Haben wir Truppen über? Nee. Hier kommen noch mehr Bärsis. Ja, ich beeile mich hier jetzt zu bauen. Warum habt ihr denn irgendwo eine Notfallkanne hingesetzt? Ich habe eine Kanne gebaut, die haben sie mir alle weggenommen, das waren zu viele Bärsis. Jetzt habe ich keine Minerals mehr. Fuck, 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 das haben die gut weggekontert. Na, noch nicht. Das ist noch nicht durch. Doch, hier laufen so viele Bärsen rum. Komm, ne? Nix, komm so zu mir. Jetzt hauen sie mich weg. Liegt meine Arbeiter. Ich hab auch nur noch 4 Arbeiter. Hat jemand Gas? Minerals? 50 Stück? Reichen mir schon. 50 Stück, ja, warte. Nimmst du die? Kann ich einen Mothership-Core bauen? Ja, ich habe immer noch so ein Bärsenproblem, der spritzt mich halt die Arbeiter. Komm doch zu mir. Nein. Zu viele Bärsen. Das haben sie gut gekontert, das ist ja verloren. Quatsch. Ja, wenn du dich gerade gleich eine riesen Armee auf dem Start hast, Christian, dann haben wir das verloren. Das ist nicht viel, was die da haben. Ja, aber ich hab überhaupt nichts mehr. Ich hab Upgrades. Ja, nein, die dürfen nicht zu meiner Echse. Frag mich, was der Zirk die ganze Zeit macht, den muss jetzt einfach nur irgendwo machen. Der wird gleich mit Masmutas kommen. Dann sind wir weg. So, jetzt geht's drauf auf den Rest da unten. Schaben. Schaben sind schlecht. Ja, ja 9 Stück oder so. Ihr lässt mich jetzt endgültig raus. Ich hab so viel Mineralien. Ja, können wir rausgehen, haben wir verloren. Nein, ich will das noch zu Ende fighten. Ja, dann mach das zu Ende, aber musst du mal die Armee tot machen. Sonst kommen wir nicht mehr raus. Ja, ich mach's doch gerade. Ich kann aber nicht alles machen alleine. Musst du aber! Ja, ich kann nicht gegen beide Armeen fighten gleichzeitig. Ja, da kommt noch mehr Schaden. Also mich nicht angreifen, verlieren sie das gerade. Ist noch Arbeiter, Stefan? Ne, wa? Ne, aber ich kann noch einen brauchen. Oh, ich habe oben noch Arbeiter. Ach, die nehme ich runter. Kann mir mehr ein Gas geben? Ne, wahrscheinlich nicht. Gas habe ich noch einen Haufen übrig hier. 400 Gas.
Void Race. Sie ist. Von dem Pylon zum Reinbohren. Ich habe wieder 3 Arbeiter. Jawohl. Es läuft bei mir wieder, es läuft. Ja, ich baue meinen Krippen gerade wieder. Ich habe den 4. Arbeiter, jawohl. Läuft. Flieger! Gegen den habe ich auch unterwegs gegeben, scheiß Flieger. Wenn der jetzt mal reinkommt, bin ich auch tot, ey. Ach, wir kommen im Club. Hat jemand mit? Ne, ja, bestimmt nicht. Gas? Ja, ich hab noch 42. Ja. Ja, ich geh jetzt hoch angreifen. Nein, da bin ich tot. Ich auch. Keine Arbeiter mehr, jetzt nehmen sie meine Ecke auseinander. Ich hab noch Arbeiter. Hast du noch Minerals, Stefan? Ja, ich kann direkt mit Minerals geben. Die nehme ich, das passt nicht gerne. Hast du noch eine Arbeit? Hast du noch? Nee. Nee, ich hab gar nichts mehr. Das ist schlecht. Oh, das sind Droplords, ne? Die wollten uns fett droppen. Ja, jetzt hast du ein bisschen Armee wirken und was dann auch. Der Cannon Rush war wohl zu schlecht. Schade. Dann komm mal raus, geh. Ja, ja. Blade. Na, doch, ich krieg das weg. Dann geh ich doch nicht raus. Zu spät. Da baue ich hier Pylon, da Pylon. Das muss dann gegen 2 kämpfen, ist halt hart, ne? Hm. Der hat sich eingegraben. Läuft. Ab zurück. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also bei mir läuft die Echo langsam auch wieder. Echt? Stefan ist raus, oder? Der hat ja, gar nichts mehr. Jetzt den Zweck auseinandernehmen hier. Ja, die haben halt auch die Echo dazu, das ist halt blöd. Ja, das ist scheiße. Das ist richtig, richtig blöd. Können wir jetzt nicht ändern? Wir haben bestimmt doch schon fett geäxt. Wirklich? Haben zu viele Void Rays. Ja, wenn jetzt da drauf geht, geht dann Hallos drauf. Jetzt sind die Voids runter. Fährt er gar nicht mehr. Ja, die haben schon noch ein bisschen was. Minerals erschöpft, ich muss exen. Wenn man das jetzt echt noch gewinnen würde, das wäre echt Wahnsinn. Das wird natürlich jetzt ein langes Spiel. Dann gebe ich die Nummer, weil ich rausgegangen bin. Ja, das wäre lustig. Auf jeden Fall geäxt. Eure Verbündeten befinden sich im
machen sie die Cannons weg. Ich hab noch nichts weiter. Hast du Mineralien, Nege? Ich hab nicht viel, ich kann dir nicht geben. Tut mir leid. Oh, wir haben vor uns viel verloren. Wo hab ich das hier nicht? Zu viel verloren von. Ich baue schon Arbeiter ohne Ende, aber. Ja, jetzt kommen sie auf jeden Fall durch. Fast fertige. Volle Echo habe ich jetzt. Eine. Nach 15 Minuten. Hey. So, ich gehe jetzt Dark Templar. Gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen irgendwie. Hm. Da hinten stehen ja auch noch Cannons von dir. Ja, die kommen jetzt bestimmt, hä? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ja nichts gegen meine Templer, das wäre natürlich gut. Außer die Void Race, die musst du wegmachen. Na, die Voids, weiß nicht, ob ich die schaffe. So viel hat er nicht an Voids. Guck mal da hinten lang, ob der offen ist. Ich könnte eigentlich mal auf Templer gehen, das wäre echt mit absolute Dinge. Das ist so gut gegen Void Race. Nö, aber gegen alten Wein. Ich hab zu viel Gas. Kommen sie mit ganz viel Lingen. Oh ja. Oder auch nicht. Denke schon. Bist du drinnen mit deinem Zeug? Ich guck erstmal, ob die Dings haben. Ich hab keine Sicht. Ich glaube, die haben einen Overseer und der andere. Hm. Ich habe langsam keine Minereien mehr. Ich habe doch ein bisschen was. Da haben sie eine Cannon. Mach den. Mach irgendwas weg. Ja, kann ich nicht mehr, ist vorbei. Die sehen mich. Ja, die haben mir ein Fett geäxt. Aber die Goldechse ist noch nicht voll benaturiert, oder? Weiß ich nicht. Wenn du Gas hast, gib mir Gas. Ich hab nichts. Gar nichts hab ich. Warum kommen die denn nicht und machen uns einfach platt? Weil sie noch Schiss haben. Wie sind überhaupt? Weiß ich nicht. Sekunde, das kann ich ja noch machen. Halb neun! Halb neun. Na, dann wird es wahrscheinlich das letzte Spiel sein. Ja, wenn das so lange dauert, auf jeden Fall. Und ist jetzt auch nicht mehr so arg spannend. Ja, weil es zu lange dauert. Aber der Zerg, der, wie gesagt, macht gerade gar nichts. Ist
Ach, da kommt Novos hier. Liga. Liga. Ich habe eh zu viele Sonnen. Kommen sie vorne noch. Die Voids sind zu heftig. So, wir haben die gar nicht mehr. Aber das reicht trotzdem, oder? Ja, ich habe keine Einheit mehr. Ich hab auch nichts mehr. Ja, da können wir rausgehen. Los, hier können wir noch raussetzen. Jetzt die Küste raus, ne? Nee. Dann können wir rausgehen. Schade. Dann sehen wir uns in der Endkarte. So. GG. So. Schade. Wenn Stefan noch drin geblieben wäre, wäre es vielleicht anders gewesen.